herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ich habe einen ähnlichen Vortrag schon mal vor einem Jahr gehalten, falls den jemand gehört haben sollte. Ein paar Sachen sind schon anders im Vergleich dazu und auch die Reihenfolge von manchen Dingen ist etwas verdreht und die Argumentation etwas anders, sodass es vielleicht trotzdem interessant ist, falls es jemand schon kennen sollte. Ich bin ja schon vorgestellt worden, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Also Verfahrensingenieur, also wirklich Ingenieur von Hause aus und beschäftige mich mit ganz anderen Dingen, aber halt eben seit inzwischen sogar schon über 15 Jahren auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und daraus sind im Prinzip die Grundlagen für diesen Vortrag entstanden. Und ich möchte mich damit beschäftigen, wie einfache Bilanzen uns etwas über die Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft erzählen. Und ich möchte halt eine Systemsicht dazu entwickeln. Dabei ist der Anfang eigentlich relativ einfach. Wir wissen, dass der Klimawandel da ist. Ja, das ist mein Arbeitsweg. Hier hinten ist die Tankstelle, bei der ich normalerweise getankt habe. Das war am 15. Juli, wo also die Überschwemmungen waren. Ich muss dazu sagen, ich wohne weiter oben im Dorf quasi in einer kleinen Siedlung. Uns ist nichts passiert, aber meinen Arbeitsweg kann ich nicht mehr nutzen. Und das ist halt eben eines der Extremwetterereignisse, die halt durch den Klimawandel wesentlich häufiger werden, als es früher der Fall war. Diese Bilder haben es sogar bis ins Morgenmagazin in Deutschland geschafft, am nächsten Morgen. Also das war schon ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Also man möchte es nicht wirklich da drin gesteckt haben, ehrlicherweise. So dramatisch war das. Aber nicht nur das, das ist bei uns auch drei Straßen weiter. Sieht es so aus, der Borkenkäfer hat auch da zugeschlagen, aufgrund der Trockenheit können sich die Bäume nicht mehr gegen die Schädlinge wehren und gehen halt in rauen Mengen kaputt. Wir wissen, was wir dagegen machen müssen oder was die Ursache dafür ist. Die Ursache ist erst einmal, dass wir halt fossile Energieträger munter verbrennen, dabei eben die frei werdende Energie nutzen und das CO2, was dabei entsteht, in die Atmosphäre entlassen. Und wir wissen, dass wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dass wir das dann entsprechend natürlich beenden müssen. Wir dürfen keine fossilen Energieträger mehr verbrennen. Und alle wissen das im Prinzip, und da kann man jetzt noch stundenlang darüber erzählen, aber das ist eigentlich ja Allgemeinwissen inzwischen. Und wir sehen auf der anderen Seite aber, dass alles, was wir tun, sich auf Klima bezieht. Ja? Ich soll kein Fleisch essen wegen des Klimas, ich soll keine Babys bekommen, weil die ja sowieso die größten Klimakiller überhaupt sind. Also wenn man die CO2-Emissionen der Kinder quasi den Eltern zuschreibt quasi. Wir sollen Energie sparen, weil das natürlich auch ganz wichtig ist, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Und andersherum ist halt der Klimawandel Grund dafür, ein wesentlicher Grund dafür, dass so viele Menschen hungern. Also Klima ist ein ganz zentraler Punkt. Ist das so? Nun, ich möchte da auf ein Buch eingehen, ganz kurz, was ich als junger Mensch gelesen habe von Dietrich Dörner. Das heißt Die Logik des Misslingens, strategisches Denken in komplexen Situationen. Und zwar ist Dietrich Dörner, wissenschaftlicher Psychologe, der versucht hat, Systeme zu verstehen und da seine Schlüsse auch für den Menschen draus zu ziehen. Und zwar ist das in den 80er Jahren erschienen. Und zwar war in den Jahrzehnten davor, waren große Dürreperioden in der Sahelzone. Und man ist dann hingegangen und hat natürlich, um das zu beheben, hat man Entwicklungshelfer dahin geschickt, die Brunnen gebohrt haben und Ähnliches. Und man hat dann aber festgestellt, wenn die zurückgekommen sind, ein paar Jahre später ging es den Leuten dann vor Ort schlechter als vorher. Und Dietrich Dörner wollte versuchen zu verstehen, woran das denn liegt. Und was er gemacht hat, ist, dass er eben ein Tannerland, das ist mir ganz besonders lebhaft im Gedächtnis geblieben, praktisch simuliert auf dem Rechner. Das ist also eine Steppenlandschaft, wo zwei Orte sind, in denen Menschen wohnen. Das sind Viehzüchter einerseits und Ackerbauern auf der anderen Seite. An kleinen Seen mit Flüsschen, da gibt es ja noch so einen großen Berg quasi. Drumherum sind alle möglichen Tiere, Leoparden beispielsweise, aber auch kleine Säugetiere wie Affen, aber es gibt auch Ratten und so etwas. Und was er jetzt gemacht hat, er hat das quasi auf dem Rechner simuliert. Dabei sind die Zusammenhänge sehr einfach gewesen, die er simuliert hat, nur es waren halt Wechselbeziehungen zwischen allen möglichen Größen dabei berücksichtigt. Und warum hat er das gemacht? Und jetzt ist er hingegangen und hat gesagt, ich nehme ein paar Menschen und
sagte ihnen, die sollen mal versuchen, das System besser zu machen. Das heißt, den Menschen dort vor Ort ging es nicht übermäßig gut, die lebten so für sich hin. Und dann haben die Menschen eingegriffen in das System, da hatten sie sehr viele Freiheiten. Und was dabei herauskam, war, dass am Ende des Tages den Menschen es in der Tat dort im Mittel schlechter ging als vorher. So, das ist natürlich super. Das ist super, weil damit konnte er mit den Simulationen zeigen, dass sie das genau abbilden, was man in der Realität beobachtet hat. Man konnte also daran studieren, was in der Realität passiert. Zweite Tolle ist, es sind keine Menschen dabei zu Schaden gekommen, weil es war nur eine Computersimulation, ist auch klar. Das dritte Tolle ist, es gab auch einzelne Probanden, die das System verbessert haben. Es war also möglich, das System besser zu machen. Ja, und das vierte Tolle ist, er konnte genau analysieren, woran es denn eigentlich lag, dass es die Eingriffe des Menschen quasi schiefgegangen sind. Und ein wesentlicher Punkt, den er festgestellt hat, den auch immer wieder in Publikationen herausstellt, ist, dass die Menschen versuchen, alles auf einen Punkt zu fokussieren und dann aber vergessen, dass das System irgendwie zurückschlägt und sozusagen an anderer Stelle sich verändert. Um Beispiel zu geben, viele Probanden haben gesehen, ja, die Löwen, die reißen die Ziegen, nicht die Löwen, die Leoparden waren das, die reißen die Ziegen, also die vier Viehherden, die hatten irgendwelche Ziegenherden. Und die Leoparden sind dagegen gelegentlich drangegangen und haben meine Ziege gerissen. Nicht viel, aber gelegentlich. Und das ist natürlich was, was fatal ist. Und die Probanden haben halt das verhindert, indem sie praktisch die Leoparden bekämpft haben. Das Fatale war jetzt nur, dass es dann dazu geführt hat, dass jetzt die Kleinsäugertiere mehr geworden sind, die sich dann am Gemüse gut getan haben und am Getreide. Ganz einfach, weil die Leoparden als Hauptnahrungsquelle nicht die Ziegen hatten, sondern diese kleinen Säugetiere, die da auch sonst so rumfleuchten und kreuchten. Also sind die Leute dann hingegangen und haben gesagt, ups, jetzt müssen wir hergehen und müssen natürlich dann auch diese kleinen Säugetiere und Ratten und so weiter bekämpfen. Haben sie gemacht, haben aber dann übersehen, dass die dummerweise die Insekten alle weggefressen haben, die sonst waren. Jetzt haben sie eine Insektenplage gehabt, die dann quasi das Gemüse und das Getreide befallen haben. Also immer ging es den Menschen schlechter, egal was man gemacht hat, so ungefähr. Und das heißt, das ganz Wichtige daraus, die Lehre daraus, die man ziehen kann, ist, man, wenn man ein komplexes System hat und die Erde mit Klima, das ist ein komplexes System, dann darf man sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Wie war das auch gerade? Es ist alles Klima, richtig? Alles hängt mit dem Klima zusammen. Es ist fatal, so eindimensional quasi zu denken. Das ist zwar ein wichtiger Punkt. Wir wissen, der Klimaschutz ist eines der wesentlichen dieser Ziele nachhaltiger Entwicklung, dieser Sustainable Development Goals. Aber da sind 16 andere Sustainable Development Goals, die auch zu berücksichtigen sind. Keine Armut, kein Hunger und so weiter. Das heißt, sich nur auf eins davon zu beziehen, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest, das kann relativ fatal sein. In der Politik werden natürlich alle 17 Ziele mit berücksichtigt, muss man auch klar sagen. Die UN bemüht sich mit ganz unterschiedlichen Methoden quasi die verschiedenen Dinge alle anzugehen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung fokussieren wir uns doch im Wesentlichen auf das Klima. In jüngerer Zeit war auch so ein bisschen die Biodiversität noch eine Rolle, was er gespielt hat. Auf der anderen Seite gibt es gelegentlich ein bisschen was zu Hunger, aber das ist auch nur dann, wenn gerade irgendwie eine Hungerkatastrophe in irgendwelchen Ländern gerade zugange ist. Dabei gerade dieser Hunger ist natürlich ein wesentlicher Aspekt auf der Welt. Die UN muss sehr viel Aufwand betreiben, Menschen quasi in schwierigen Situationen zu ernähren, ganz einfach, weil halt sie sonst sich nicht ernähren können. Das Land gibt jeweils nicht ausreichend Nahrungsmittel für die Anzahl der Menschen in den entsprechenden Ländern her, sodass sie dann mit solchem Hapspaps dort abgespeist werden müssen. Das mag ja mal ganz attraktiv sein, das sieht auch nicht ganz unlecker aus, aber das möchte man auch nicht jeden Tag essen, sage ich mal. Dabei ist das natürlich so, dass die Anzahl hungernder Menschen, man sieht es hier gerade durch die Corona-Krise nochmal deutlich zugenommen hat. Wir sind heute bei etwa 800 Millionen Menschen. Das ist ungefähr jeder zehnte Mensch, der heute hungert. Und dabei haben wir das Ziel hier, bis 2030, das ist eines dieser Sustainable Development Goals, keinen Hunger mehr zu haben, also den Hunger ausgerottet zu haben, wenn man so will. Und wenn ich mich als Ingenieur zurücklehne und mir die Kurve angucke, gerade nach der Entwicklung der letzten Jahre, dann ist klar, durch irgendwelche kleine Änderungen und dann weiter so wie bisher wird das nicht funktionieren, dann müssen wir irgendwie was fundamental verändern. Und dabei ist das aber auch nur die Spitze des Eisberges. Wenn man sich insgesamt die Ernährungssituation der Menschheit anschaut, dann sieht man also die gesamte Weltbevölkerung, 7,8 oder so Milliarden Menschen im Augenblick,
was ich eben angesprochen habe, das waren die Unterernährten. Das heißt, die, bei denen man wirklich eben am Körper sieht, dass sie nicht ausreichend ernährt sind, sowohl bezüglich der Menge als auch bezüglich der Nährstoffe. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die noch etwas größer sogar ist, die eine sehr unsichere Ernährungslage haben. Das bedeutet, dass sie zumindest zeitweise im Jahr typischerweise nicht ausreichend Nahrungsmittel haben. Und dann gibt es noch die Menschen mit mäßig unsicherer Ernährungslage. Das sind die Menschen, bei denen zwar die Kalorien ausreichen, die also genügend Energie bekommen, aber nicht genügend Nährstoffe. Häufig fehlt es beispielsweise an Proteinen, ja, die also Mangel trotzdem leiden, aber eben nicht an der Kalorienmenge, sondern an den Nährstoffen in der Ernährung. Und natürlich gibt es auch das andere Ende, die krankhaft Fettleibigen, die Adipösen mit einem BMI über 30. Und wir sehen damit letztendlich, einigermaßen gesund ernährt ist also mal knapp die Hälfte der Menschheit. Und der weitaus größte Teil der Fehlernährung ist, dass die Menschen zu wenig Nahrungsmittel haben, das heißt eben nicht genügend Nährstoffe haben oder auch nicht genügend Nahrung an sich haben. Das ist natürlich fatal. Ja. Gleichzeitig sehen wir etwas, was damit zusammenhängt, dass am anderen Ende der Welt, das heißt in den Amazonas-Regenwäldern, eben die Regenwälder brandgerodet werden, eben um Platz zu schaffen, um dort Nahrungsmittel zu erzeugen. Insbesondere um Futtermittel anzubauen, also Soja beispielsweise, oder um dort auch Weiden zu bekommen, auf denen man dann Tiere erzeugen kann, die der Ernährung dann des Menschen zugeführt werden. Auch das hängt also offensichtlich irgendwie mit der Ernährung zusammen, mit dem Hunger zusammen und ist natürlich was, was fatal ist. Es hängt auch mit dem Klima zusammen, aber ist halt eben offensichtlich etwas, was auch ja irgendwie was mit der Landfläche zu tun hat. Wir scheinen nicht genug Landfläche zu haben, um alle Menschen satt zu bekommen. Wie ist denn das? Wie hängt denn das zusammen? Nun, da kann man sich einmal hier anschauen, was ich mal mache, ich schiebe mal das Fenster hier oben weg, das mich da oben doch ein bisschen stört. Man kann sich anschauen, was so die wesentlichen Zusammenhänge sind in dem System, was die Menschheit sozusagen antreibt. Wir haben einerseits die Menschen, die Energie konsumieren, die Materialien brauchen für ihr tägliches Leben und die Nahrungsmittel brauchen. Und das wird bisher so erzeugt, dass wir das aus fossilen Ressourcen schaffen und von der Landfläche. Die Mengen dazu sind jeweils angegeben. Ich möchte da gar nicht unbedingt drauf eingehen. Im Wesentlichen nur eine Zahl vielleicht. Im Weltmittel brauchen wir etwa 5,6 Kilogramm fossile Ressourcen jeden Tag. In Deutschland ist es ein bisschen mehr. Da sind es zwischen 8 und 9 Kilogramm pro Kopf und Tag, also jeder von uns. Nahrungsmittel im Vergleich dazu ist viel weniger. Ja, das heißt also, die größte Menge, die wir konsumieren an Masse sozusagen, das ist Energie letztendlich oder das, was wir zur Energieerzeugung benötigen. Und wir wissen, dass wir auf die fossilen Rohstoffe verzichten wollen. Das bedeutet natürlich, dass wir auf der Landfläche viel mehr machen müssen. Und damit sehen wir, dass die Landfläche sicherlich womöglich irgendwie kritisch ist, dass sie irgendwie knapp werden kann, weil alles, was wir hier fossil machen, also von der Menge viel mehr, als wir an Nahrungsmitteln konsumieren, das jetzt alles auf der Landfläche zu machen, das kann schon eine Herausforderung sein. Da muss man sich das ein bisschen genauer anschauen, zumindest mal. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Weltbevölkerung etwas ist, was sozusagen das ganze System antreibt. Je mehr Menschen wir sind, desto mehr global insgesamt brauchen wir Energie, desto mehr Materialien brauchen wir und desto mehr brauchen wir Nahrungsmittel insgesamt weltweit gesehen. So, das kann man jetzt nicht genauer anschauen. Und was ich dazu gemacht habe, ist, dass ich ein Tool entwickelt habe. Das ist ein einfaches Excel, eine Excel-Datei mit mehreren Spreadsheets, wo man halt eben verschiedene Dinge auswählen kann. Das Excel kann sich auch jeder herunterladen auf vision3000.eu. Und auf der Frontseite sieht man dann solche Schieber, wo man verschiedene Dinge einstellen kann, wo man also Szenarien abbilden kann. Wie viele Menschen haben wir? Wie viel Primärenergie brauchen die? Wann wollen wir mit der Energiewende so richtig anfangen und so weiter? Und dann bekommt man so eine ganze Reihe von Diagrammen, die einem zeigen, wie die zukünftige Entwicklung ist. Man bekommt auch ein paar Warnungen darüber, wenn man irgendwie sich jenseits des zulässigen Bereichs bewegt, wenn man also zu wenig Menschen annimmt oder sonst etwas, was also unwahrscheinlich ist oder irgendwelche Schwierigkeiten wo auftreten könnten, dann wird das angegeben jeweils. Dabei ist das nur ein Ausschnitt, das Excel Spreadsheet ist also wesentlich größer, da sieht man wesentlich mehr Dinge und es sind auch alle Sachen dokumentiert, wo die Sachen herkommen. Man kann das also im Prinzip nachvollziehen, wo das alles herkommt. Und was ich erzählen möchte heute, das geht auf solche Szenarienrechnungen, eben mit diesem Szenarien-Explorer, auf solche Daten geht das zurück.
Und wir hatten gesehen, einer der wesentlichen Einflussfaktoren, der hier auch hier, dieser Einflussfaktor, der hier oben steht, der ganz wichtig ist, ist die Weltbevölkerung. Also wollen wir uns die Weltbevölkerung als erstes anschauen. Dazu sehen wir im Prinzip hier die Entwicklung. Ich habe jetzt 2020, das sind die letzten Zahlen, die man sozusagen bekommt. Darum ist das im Rahmen der Statistiken quasi das heute, was man da abgebildet bekommt. Sieht man die Entwicklung von der, vorhergesagt von der UN. Da gibt es die mittlere Variante, eine hohe Variante und eine niedrige Variante. Die mittlere ist genau gerechnet. Und ja, man sieht, wie sich das halt entwickelt. Das wird zum Ende des Jahrhunderts immer weniger und alle Menschen rechnen eigentlich damit. Da das aber so eine wichtige Zahl ist und ich dummerweise Ingenieur bin, möchte ich gerade für solch eine Zahl die ganz wesentliche Eingangsgröße für die Simulationen, für diese Szenarien, ist natürlich ein bisschen genauer wissen, wie es mit der aussieht. Ich möchte ein Bauchgefühl dafür entwickeln, in welchen Bereichen sich das denn entwickeln kann. Ja, ist das hohe, das niedrige, ist das überhaupt relevant? Das möchte ich verstehen, ja, gerade bei so wichtigen Größen. Was ich dazu machen möchte, um das ein bisschen plausibel zu machen, ist, dass ich diese Vorhersage für das Jahr 2050 mir anschaue. Also in der nächsten Grafik sehen wir alles Vorhersagen, alle für das Jahr 2050, aber die sind zu unterschiedlichen Zeiten gemacht. Und zwar gibt es Projektionen davon, die zurückreichen bis in die 90er Jahre, wo die UN die Vorhersagen gemacht hat, also jetzt über dem Jahr der Veröffentlichung, die Weltbevölkerung immer im Jahr 2050. Und da sieht man, es gibt von der UN, waren die mal bei 10 Milliarden, dann sind deren Vorhersagen runtergegangen. Im Jahr 2000 haben sie nur noch um die 9 Milliarden vorhergesagt und dann ist das immer mehr geworden mit der Zeit. Auch die hohe und die niedrige Variante finden wir hier wieder. Und auf der anderen Seite finden wir hier von einer Arbeitsgruppe um einen Herrn Lutz Daten, die haben ebenfalls vergleichbare Szenarien vorausgerechnet, also Weltbevölkerungsszenarien. Und da sind die Punkte, sind die grünen Punkte. Und die grünen Punkte sind jetzt ganz wichtig, weil das sind die sogenannten Shared Socioeconomic Pathways. Das sind die Szenarien, die für die Berichte des Weltklimarates verwendet werden. Der Weltklimarat macht da keine eigenen Studien, der sammelt ja nur Daten aus anderen Studien quasi, die veröffentlicht sind, zusammen. Und die Studien, die praktisch dem zugrunde liegen, die benutzen heutzutage alle diese SSPs, diese Shared Socioeconomic Pathways. Und gerade diese Punkte hier aus 2014, diese Punkte sind diejenigen, die aktuell in dem aktuellen Sachstandsbericht, der gerade eben veröffentlicht wird, der erste Band ist schon erschienen, die weiteren Bände folgen, irgendwann Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres sollen die erscheinen, da werden diese Daten hier quasi zugrunde gelegt. Und man sieht gerade, dass hier das SSP2 ist, das sogenannte Middle-of-the-Road-Szenario, das heißt, wo es also, wo man eigentlich so im normalen Verständnis davon ausgeht, dass wenn man nichts macht, dann wird sich das so entwickeln, mehr oder weniger. Da sieht man, dass die selber, die eigene Arbeitsgruppe hat inzwischen die Zahlen schon nach oben korrigiert. Außerdem haben die Daten einen Trend. Der Trend geht immer nach oben, was natürlich auch wiederum fatal ist. Ja, man sieht also gerade, die UN-Daten gehen immer weiter hoch. Das ist die mittlere Variante. Und das Einzige, was konstant ist, ist hier die hohe Variante von der UN, also diese blauen Punkte, die hier ganz oben liegen. Und wenn ich jetzt als Ingenieur hergehe und mich frage, was soll ich jetzt erwarten, in welchem Bereich erwarte ich denn die Zahlen, da würde ich sagen, nun, die blauen hier in der Mitte, das, die mittlere Variante, die gehen immer nach oben. Dass es da drunter liegt, ist nicht unbedingt zu erwarten. Auf der anderen Seite, das hohe, das bleibt etwa konstant, dass es da drüber geht, ist auch nicht unbedingt zu erwarten. Also erwarte ich es irgendwo so in diesem Bereich hier. Und da sehe ich das, was hier 2014 vorher gesagt worden ist, also was die Basis für diese Weltklimaratsberichte quasi ist, das ist schon irgendwie niedriger, als ich es eigentlich erwarten würde. Dabei muss man dazu sagen, dieser Aufwärtstrend, den kann man auch erklären, wo der herkommt. Ja, ich habe da mich ausgetauscht mit den Leuten, die das bei der UN machen. Es gibt also so eine Statistikgruppe, die das macht. Da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und die Antwort war ja. Es gibt so einige Dinge, die sich anders entwickelt haben, als man es ursprünglich gedacht hat. Die Kindersterblichkeit ist schneller runtergegangen, als man es gedacht hat. Der Einfluss von AIDS war geringer, als man es gedacht hat, auch aufgrund von besseren Medikamenten. Und auf der anderen Seite ist die Geburtenrate in Ländern südlich der Sahara weniger schnell runtergegangen, als man es gedacht hat ursprünglich. Und deswegen sind die Prognosen immer weiter nach oben korrigiert worden. Das heißt also, man hat gewisse Dinge nicht gewusst
Und weil man es nicht gewusst hat und hat man irgendwie gerechnet und die Realität hat sich dann anders entwickelt. Dabei hinken offensichtlich diese grünen Punkte hier von dem Herrn Lutz, das ist eine Arbeitsgruppe in der Nähe von Wien, sitzt die quasi, die hinken denen der UN immer so ein bisschen hinterher. Und wir sehen jetzt eigentlich, beide zeigen diesen Trend auch schön parallel. Das heißt also, die Wissenschaftler sind sich eigentlich einig, dass sich diese Projektion immer weiter nach oben korrigieren muss. Ja? Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet einerseits, also dass dieser grüne Punkt, der für die Weltklimaratsberichte so hier verwendet wird, dass er so niedrig liegt im Vergleich zu den anderen, wo man es erwarten würde, bedeutet, dass die Berichte des Weltklimarates womöglich immer so ein bisschen an der optimistischen Grenze sozusagen liegen. Tendenziell immer ein bisschen optimistisch. Das, was wir erwarten würden auf der anderen Seite, wie gesagt, liegt hier für 2050 mindestens irgendwo hier bei knapp 10 bis, was weiß ich, fast 11 Milliarden Menschen. Und es kann sogar noch mehr werden. Gleichzeitig bedeutet es aber, was ich gesagt habe, dass ja die Entwicklung anders war, als wir es ursprünglich gedacht haben, dass wir gewisse Dinge einfach nicht wissen, wie sich es entwickelt. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Kinder bekommen ist eine sehr persönliche, freie Entscheidung. Die hängt natürlich auch von der Zugänglichkeit zu Verhütungsmitteln einerseits ab, aber ist auf der anderen Seite einfach eine persönliche Entscheidung. Das können wir nicht vorhersagen. Ja, es kann sein, jetzt auch gerade durch Corona, dass da sich eine Veränderung ergibt. Einerseits dahingehend, dass die Leute sagen, oh, die Welt ist so unsicher, wir sind mal ein bisschen vorsichtig mit Kindern in die Welt setzen. Das ist womöglich in entwickelten Ländern eher so ein bisschen das Argument. Oder auch auf der anderen Seite, dass die Menschen ärmer werden. Das gibt es ja auch entsprechende Vorhersagen, dass Corona die Welt insgesamt ärmer macht, die Armut in armen Ländern weiter verschärft. Und da wissen wir einfach, je ärmer die Menschen sind, desto mehr Kinder bekommen sie. Das ist einfach, ich sag mal, wenn man die Statistiken nimmt, das werden wir auch noch sehen, ist einfach dieser Zusammenhang gegeben. Das heißt, wenn mehr Menschen arm werden, bedeutet das womöglich, dass wir eine höhere Geburtenrate haben, als wir es heute denken. Und das ist genau der Punkt. Es geht um das, was wir nicht wissen über die Zukunft. Ja, das Unwissen, was wir letztendlich haben, auf Englisch die Ignorance, die dazu führt, dass eben eine gewisse Variabilität da ist und dass wir eigentlich hergehen müssen und ganze Bereiche uns immer berücksichtigen müssen. Das möchte ich explizit tun. Also verschiedene Bevölkerungsszenarien mir anschauen, die irgendwo in diesen Bereichen sind, und wir werden sehen, den Bereich, den ich abdecke, der ist relativ breit und halt eben nicht nur dieser, der beim Weltklimarat quasi berücksichtigt wird. So, wie sehen jetzt die Szenarien konkret aus? Das ist hier gezeigt, also in Blau wiederum die der UN, die mittlere Variante eben bis zum Ende des Jahrhunderts, die hohe Variante und hier unten die niedrige Variante. Und ich hätte gesagt, irgendwo in diesem Bereich hohe Variante bis zur mittleren Variante würde ich persönlich erwarten, dass die Welt sich entwickelt. Aber das heißt nicht, dass es sich nicht auch anders entwickeln kann. Wie gesagt, wir wissen es einfach nicht. Es kann auch darunter liegen, es kann auch darüber liegen. Auf der anderen Seite sieht man in Grün diejenigen Szenarien, die in denen Publikationen verwendet werden, auf denen die Berichte des Weltklimarats basieren. Das sind also, wie gesagt, diese SSPs, diese Shared Socio-Economic Pathways. Hier unten ist auch nochmal ausgeschrieben. Und da sieht man, die liegen alle relativ niedrig. Nur ein einziger Pfad liegt quasi in dem eigentlich zu erwartenden Bereich. Und das ist natürlich schade, wenn wir das gerade erwarten, ist dieser relevante Bereich gerade in diesen Szenarien nicht wirklich abgedeckt. Und das hier unten ist natürlich viel zu optimistisch. Je weniger Menschen wir sind, wie gesagt, desto weniger Nahrungsmittel brauchen wir, desto mehr Fläche haben wir frei, alles Mögliche andere zu machen. Und das kann halt eben dann böse ausgehen, wenn man sich auf solche Szenarien verlässt, offensichtlich. So, das zur Weltbevölkerung. Damit haben wir so eine Idee, in welchem Rahmen wir die Weltbevölkerung berücksichtigen müssen, basierend auf heutigen Daten quasi, vorhergesagt in die Zukunft, was ja so ein bisschen Oberthema dieser Vortragsreihe ist. Eine andere Sache, wo wir in die Zukunft schauen müssen, ist offensichtlich Energie und insbesondere auch die Nutzung fossiler Energieträger. Und was ich da betrachten möchte, ist die sogenannte Substitutionsrate. Und zwar ist es ja so, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir müssen fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen. Das heißt, wir müssen jedes Jahr Wind- und Solarenergie insbesondere ausbauen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir halt in jedem Jahr quasi mehr Wind- und Sonnenenergie produzieren. Und wie das zunimmt, das möchte ich mit dieser Substitutionsrate charakterisieren. Das ist, ich lese es erstmal vor, der Anteil am Primärenergiekonsum, der in einem Jahr durch Zunahme von Wind- und Sonnenenergie erneuerbar substituiert wird. So, okay, hat jetzt jeder verstanden. Ich erkläre es nochmal in anderen Worten. Wir haben also in einem Jahr einen bestimmten Beitrag von Sonnen- und Windenergie und im nächsten Jahr einen, der ist hoffentlich höher.
Die Differenz, das, was also zugenommen hat, ist ja genau die Menge, die wir eigentlich dann nicht fossil mehr erzeugt haben, sondern was wir eben zusätzlich durch Wind- und Sonnenenergie erzeugt haben. Und diese Zunahme, bezogen auf das, was wir insgesamt an Primärenergie verwenden, diese bezogene Zunahme, das möchte ich Substitutionsrate nennen. Das ist also immer Prozent pro Jahr beispielsweise, das angibt, wie viel Prozent pro Jahr fossile Energieträger durch mehr Wind- und Sonnenenergie ersetzt worden sind. Und man kann sich jetzt die Zahlen anschauen hier, das ist gezeigt, die Substitutionsrate, wie gesagt, in Prozent pro Jahr als Funktion der Zeit. Und man sieht hier historische Daten und ich hatte es noch nicht explizit gesagt, aber ich betrachte immer die ganze Welt bei diesen Szenarien, weil dann muss ich den Handel zwischen Ländern nicht berücksichtigen. Und dann sieht man, wie sich das entwickelt hat. Wir sind heute bei etwa einem halben Prozent Substitutionsrate pro Jahr. Dabei haben wir schon ungefähr 10% der fossilen Energieträger quasi durch Erneuerbare ersetzt. Das heißt, 90% müssen wir noch ersetzen, wenn wir das mit dieser Substitutionsrate weiter so machen, also ein halbes Prozent pro Jahr und 90 müssen wir noch. Das bedeutet, wenn wir so weitermachen, brauchen wir 180 Jahre, bis die Energiewende geschafft ist. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Wir müssen schneller werden, das wissen wir. Das sehen wir gleich in den nächsten Bildern. So, was man jetzt sieht, ist, dass diese Kurve fast eine Gerade ist. Wobei das hier logarithmisch skaliert ist. So, jetzt, wer in Mathe aufgepasst hat in der Schule, der weiß, wenn das hier eine Gerade ist, dann bedeutet das im Prinzip, dass die Kurve exponentiell ansteigt. Und was exponentielles Wachstum ist, das muss ich in Zeiten von Corona keinem mehr erklären. Das kann verdammt schnell werden. Und das ist das Gute daran. Auch wenn das heute so wenig ist, kann es halt verdammt schnell schneller werden. Das ist die positive Message davon. Und man kann jetzt verschiedene Szenarien quasi in die Zukunft rechnen, die entweder mit der aktuellen Steigung weitergehen, bis hier auf, sagen wir mal, 2% pro Jahr als so Maximum, oder die mit der höheren Steigung, die wir früher schon mal hatten, hier weitergehen. Also wir strengen uns ein bisschen mehr an, dass die Substitutionsrate größer wird und wir treiben es auch weiter, bis hier so 4% pro Jahr. Und gucken mal, wo wir da rauskommen. Das ist ja ausgerechnet mit diesem Szenarien-Explorer. Hier im besten Fall sind wir bei 1,7 Grad Celsius etwa, was wir mehr haben, also eine Klimaerwärmung von 1,7 Grad. Und wir werden die Energiewende 2044 geschafft haben, also so wie die Bundesregierung sich das ungefähr vorstellt. So. Jetzt hier natürlich global gerechnet, nicht? Also nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Welt. Oder wenn wir das halt eben ein bisschen langsamer machen, dann werden wir 2068 fertig sein und eine maximale Temperatur von 2 Grad erreicht haben. So, warum sind diese Obergrenzen hier so relevant? Nun deswegen, weil wir natürlich nicht beliebig viel Windenergie und beliebig viel Photovoltaikzellen quasi aufbauen können in einem Jahr. Das funktioniert nicht. Da muss es eine obere Grenze geben. Und es gibt eine obere ökonomische Grenze, die auch relativ einsichtig ist, hoffe ich mal. Und zwar ist es so, wenn wir die Energiewende denn eines Tages geschafft haben werden, dann ist es ja so, dass da wir dann eine ganze Menge Windkrafträder stehen haben, eine ganze Menge Photovoltaikzellen. Die haben aber nur eine Lebensdauer von etwa 25 bis 30 Jahren. Das heißt, alle 25 bis 30 Jahre muss ich die ausgetauscht haben, damit das stabil läuft quasi. Das heißt, pro Jahr muss ich etwa 3 bis 4% austauschen. Das heißt, wir werden langfristig eine Produktionskapazität von Photovoltaikzellen und Windkraftanlagen haben, die etwa immer 3 bis 4% des Weltenergiebedarfs sozusagen austauschen können, um stabil Energie erzeugen zu können. Entsprechend ist da auch eine ökonomische Grenze. Ich kann natürlich drüber gehen. Ich kann Produktionskapazitäten für Photovoltaikanlagen aufbauen, die einfach gigantisch sind. Nur wenn die Energiewende geschafft ist, muss ich das wieder zurückbauen. Ja, es ist ja klar, wenn ich das noch höher treibe, dann werden wir mit der Energiewende eher fertig werden, vielleicht dann schon 2035. Das heißt aber, von heute aus gesehen, habe ich dann diese tolle Produktionskapazität für Photovoltaikanlagen vielleicht 10 Jahre genutzt. Und meistens rechnen sich da so Anlagen nicht, also solche Produktionsanlagen. Das heißt, das wird keiner machen. Da nimmt keiner Geld für in die Hand, es sei denn, der Staat sagt, wir müssen es machen und stellt das Geld dafür zur Verfügung. Also irgendwo gibt es ja in dem Bereich eine Grenze. Das ist sicherlich keine harte Grenze. Da wird es auch Wettbewerb geben, dass manche Leute vielleicht doch ein bisschen, ich sage mal, Goldgräberstimmung haben und ein bisschen mehr ausbauen oder so aufbauen an Produktionskapazitäten. Das kann alles sein, aber da ist irgendwo so eine Grenze in diesem Bereich, ich sage mal, 3 bis 4%. Und hier mit der orangen Kurve sind wir so ein bisschen nicht ganz da. Und mit der grünen Kurve sind dann wir an der oberen Grenze dessen, was möglich ist quasi. Wir sehen, wo wir da rauskommen werden, wenn wir das, was in der Vergangenheit passiert ist, was wir also jetzt quasi erfahren haben, wenn wir das in die Zukunft quasi weiter vorhersagen. So, soweit, so gut, das ist schön.
Jetzt ist natürlich Glasgow und wir kriegen schon so ungefähr mit in Glasgow, ob da bei dieser Weltklimakonferenz, ob das da so toll alles ausgehen wird, wie wir uns das erhoffen, das wissen wir nicht. Und man kann jetzt natürlich, wenn man solche Simulationen macht, sich auch wunderbar fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir mit der Energiewende jetzt nicht sofort anfangen, sondern Glasgow scheitert, die nächsten 3 Jahre scheitert das auch noch und dann endlich erkennen wir, dass wir loslegen. Und das kann man sich genau anschauen. Und zwar ist hier jetzt gezeigt, das Startjahr zu der beschleunigten Energiewende. Wir sind heute, also hier jetzt knapp 2022 so ungefähr. Und was dargestellt ist, ist quasi, wenn wir in irgendeinem Jahr anfangen und wenn wir hier auf der linken Achse eine bestimmte Substitutionsrate, also eine obere Grenze quasi erreichen, was für eine Klimaerwärmung bekommen wir dann? Das sind also immer diese Kanten zwischen den Farben hier. Wir sehen, wenn wir uns heute anstrengen bei 3,5%, obere Grenze für die Substitutionsrate, dann werden wir bei 1,7 Grad rauskommen. Wenn wir uns ganz anstrengen, ein kleines bisschen drunter. Und wie gesagt, diese ökonomische Obergrenze hatte ich ja eben erklärt, dass es wesentlich über 4 rausgeht, ist nicht unbedingt zu erwarten. 1,5 Grad sehen wir da schon gar nicht mehr. Das heißt also, global gesehen ist unter diesen Annahmen, die hier zugrunde liegen, das 1,5 Grad Klimaziel nicht mehr erreichbar. Wobei man dazu sagen muss, das ist die Klimaerhitzung ohne sogenannte negative Emission. Negative Emission bedeutet, dass man CO2 aktiv wieder aus der Atmosphäre zurückholt. Das müssen wir tun. Das komme ich gleich auch drauf, erkläre ich, warum das so ist. Aber ohne dass wir das machen, werden wir nicht auf 1,5 Grad kommen. Wir sehen außerdem, dass wir immer, wenn wir 4 Jahre warten, sozusagen, dann wird es ein Zehntel Grad wärmer. Das, wenn wir also Glasgow in die nächsten 3 Jahre verplempern, bevor wir dann wirklich loslegen, also von diesem halben Prozent pro Jahr Substitutionsrate, dann irgendwie uns langsam auf die 3 bis 4% hocharbeiten, mit einer relativ zügigen Steigung oder Steigerung, dann werden wir eben womöglich bei 1,7, 1,8 oder noch höheren Temperaturen, Grad herauskommen. So, das heißt, wir sehen, wir müssen bezogen auf heute, das ist hier auch eingezeichnet, dieses knappen halbes Prozent, müssen wir, wenn wir auf die Ziele, Klimaziele kommen wollen, müssen wir auf jeden Fall in der Größenordnung von, ich sag mal, 5, 6 Mal schneller werden, besser sogar 8 Mal schneller werden, global gesehen, als wir es heute sind. Und selbst dann erreichen wir ohne dieser negativen Emissionen diese 1,5 Grad halt eben nicht mehr. So, jetzt ist vielleicht 1,7 Grad auch nicht so schlimm. Die Klimatologen sagen ja, da ist noch kein Kipppunkt so richtig erreicht. So ab 2 Grad, da geht die Gefahr dann so richtig los. 1,7, ja, da kann man ein bisschen argumentieren, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Vermeiden wir vielleicht gerade soeben noch die Kipppunkte. Was mich persönlich aber eigentlich stört, das sind gar nicht so sehr die Kipppunkte, da kann man vielleicht wegbleiben. Aber es gibt andere Dinge, die fatal sind. Und zwar beobachten wir seit Jahrzehnten den Anstieg des Meeresspiegels. Man sieht das hier, wie der zunimmt als Funktion der Zeit und immer steiler wird die Kurve. Und es ist ja auch klar, warum das immer steiler wird. Es wird ja immer wärmer. Je wärmer das ist, desto schneller schmilzt das Eis. Und wo es schmilzt, ist im Wesentlichen im Augenblick das Grönlandeis und das Eis an der Westantarktis, was halt eben zu dem Meeresspiegelanstieg im Wesentlichen beiträgt. Ein bisschen auch die Gletscher, aber das wird ja immer weniger, weil die sind ja eh schon fast alle weg. Das heißt also, wir sehen, der Meeresspiegel steigt immer weiter an und die Anstiegsgeschwindigkeit, das heißt die Steigung dabei, die hängt von der Temperatur ab. Das heißt, wenn wir heute 1,1 bis 1,2 Grad Klimaerwärmung erreicht haben, dann haben wir eine bestimmte Steigung. Wir wissen aber, wir werden bei mindestens 1,5, womöglich bei 1,7 Grad landen, bis wir die Energiewende geschafft haben. Das bedeutet, dann wird der Meeresspiegelanstieg eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben, und mit der geht das immer so weiter, solange wir bei der Temperatur stehen bleiben. Ja, ich wohne hier in der Nähe von Aachen, also in Lüttich. Das ist Niederlande direkt um die Ecke und da kann man mit Fug und Recht dann sagen, da ist aber dann Holland in Not. Ja, die sind ja eigentlich nur deswegen trocken, weil sie Deiche haben und wenn jetzt der Meeresspiegel hier wirklich immer weiter steigt, unaufhaltsam, dann reichen irgendwann auch die Deiche nicht mehr, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass da eben Extremwetterereignisse, das heißt auch Sturmfluten, immer häufiger werden. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn wir das stoppen wollen, dann müssen wir mit der Temperatur wieder runter, weil nur dann hört der Meeresspiegel auf anzusteigen. Erst dann können wir wieder schaffen, dass die Geschwindigkeit auf null runterkommt.
auch nur null. Er bleibt dann dort. Er verschwindet dann ganz, ganz langsam, weil wir dann mit Schnee praktisch wieder auf Westantarktis und Grönland irgendwann mit der Zeit ganz, ganz langsam wieder was aufbauen, sozusagen über viele Jahrhunderte hinweg, um das dann praktisch das Wasser aus den Meeren langsam dann dort aufschneien und zu Eis werden lässt. Das heißt aber auf der anderen Seite, wir müssen mit der Temperatur runter. Und die Klimatologen sagen uns, wenn wir auf ein stabiles Klima wollen, dann müssen wir runter auf etwa 350 ppm CO2 in der Atmosphäre. ppm sind Parts per Million, das ist also eine Volumenanteilsangabe quasi. Also 350 Teilchen pro eine Million Teilchen Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das bedeutet etwa eine Klimaerwärmung um etwa ein halbes Grad. 0,5, also von heute 1,1, 1,2 müssen wir zurück auf 0,5 Grad effektive Klimaerwärmung. Und da waren wir ungefähr Ende der 80er Jahre. Da müssen wir wieder zurück hin, quasi, weil wir dann eine Chance haben, dass das Klimasystem, das Erdsystem stabil ist. So, das heißt, wir müssen aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Wir müssen also diese sogenannten negativen Emissionen machen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können es entweder mit Biomasse machen. Das ist hier verdeutlicht. Hier auf der linken Seite sieht man halt eben so ein Maisfeld, wo man dann eben aus der Mais-Silage dann eben Biogas erzeugt, Methan erzeugt, was man dann verbrennt und energetisch nutzt, da das CO2 ja etwa eins ist, was aus der Atmosphäre hier aufgenommen worden ist und die Pflanzen zur Biomasse umgewandelt ist. Dann beim Verbrennen entsteht wieder CO2, das führe ich dann über Pipeline in solche Anlagen hier. Das sieht aus wie eine Erdgas-Bohrplattform, aber das ist eigentlich genau das Umgekehrte. Hier wird quasi das CO2 unterirdisch in die Erde reingepumpt, in alte Erdgaslagerstätten oder andere geeignete Formationen in den Erdschichten, in den tieferen Erdschichten, sodass es dort sehr lange bleibt. Das ist eine Sache, die ich machen kann. Das Dumme ist nur, hierfür brauche ich Landfläche, um die Biomasse anzubauen, offensichtlich. Das kann ich vermeiden, indem ich das mit entsprechenden Technologien mache. Das ist dann das sogenannte DACS, das ist Direct Air Carbon Capture and Storage oder U für Utilization. Ich kann damit also auch dieses, was man als Power to X bezeichnet, das heißt Überschussenergie nehmen und kann dann aus dem CO2, was ich aus der Atmosphäre beispielsweise bekomme, kann ich im Prinzip Methanol machen oder andere Rohstoffe, also Kraftstoffe auch erzeugen oder Kunststoffe herstellen. Das ist die Utilization und Storage heißt wiederum, ich trenne das CO2 aus der Atmosphäre direkt ab mit entsprechenden Sorptionsverfahren und pumpe das dann eben, wie gerade eben gezeigt, unterirdisch in irgendwelche geeigneten Lagerstätten ein. Und da bleibt es dann, wenn ich es in die richtigen Schichten einpresse, dann wird das über kurz oder lang zu Carbonaten, also zu Gestein umgewandelt, also Carbonatgestein. Und damit ist es dann dauerhaft dort gelagert. Das Fatale ist nur, diese Prozesse, da gibt es also Schätzungen dafür, wie viel die kosten und wie viel Energie die brauchen Unmengen an Energie und sie sind schweineteuer, weil ich halt eben auch so viel Energie brauche. Man sieht, die Anlagen sind auch nicht ganz trivial. Es gibt Schätzungen dazu, wie viel das kostet. Wenn man das hochrechnet, dann kommt man darauf, dass also viele Länder sich das gar nicht leisten können. Das können sich nur entwickelte Länder leisten. Und in den entwickelten Ländern trägt das etwa zu 6.000 Euro pro Kopf und Jahr bei. 6.000 Euro pro Kopf und Jahr. Also eine vierköpfige Familie braucht 24.000 Euro pro Jahr, um das CO2, was wir mal ausgestoßen haben, wieder zurück einzufangen. Und das für ungefähr 100 Jahre, weil dann sind wir erst wieder dort, wo wir eigentlich hinwollen. Also Unmengen an Geld, die wir da aufwenden müssen. Insofern ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich diese Technologie durchsetzen wird. Gerade auch, wenn es darum geht, hier Rohstoff daraus zu erzeugen, also Kunststoffe beispielsweise darauf herzustellen, da ist es absehbar, dass es viel preiswerter ist, das aus Biomasse zu machen. Und damit wird die Biomasse sich letztendlich durchsetzen, absehbar. Die aber dummerweise Landfläche braucht, was das hier braucht auch Landfläche, aber bei weitem nicht so viel, wie wenn man das über Biomasse macht. Ah, Landfläche. Das war eh ein kritischer Punkt. Wir hatten gesehen, dass die Regenwälder brennen. Ich hatte vorhin schon gesagt, Landfläche ist womöglich etwas, wo wir uns Gedanken zu machen müssen. Schauen wir doch mal, wie es mit der Landfläche aussieht. Da sehen wir einerseits, also sie ist hier dargestellt, so charakterisiert schematisch die verfügbare fruchtbare Landfläche pro Person. Das sind ungefähr 6.500 Quadratmeter pro Kopf. Ich rechne immer gerne pro Kopf. Das ist ungefähr ein Fußballfeld. Was machen wir damit? Nun, einerseits bauen wir darauf Nahrungsmittel an.
Das ist gar nicht so viel, wenn man das hier einträgt. Ja, die Fläche ist relativ überschaubar. Wir machen Biokraftstoffe damit. Das ist noch weniger überschaubar. So Raps und Zuckerrohr war das beispielsweise weltweit gesehen auch nicht sehr viel. Biomaterialien, Baumwolle, Detergenzien werden aus, also Tenside werden, also Reinigungsmittel werden aus Pflanzen, aus Rapsöl beispielsweise gemacht. Aus Stroh kann man Ethanol zum Reinigen machen. Wenn man sich das anschaut, inklusive der Baumwolle, ist das auch nicht sonderlich viel. Der ganze Rest ist Futtermittel und Weiden. Das heißt also, damit benutzen wir die gesamte Fläche, die wir an fruchtbarer Landfläche zur Verfügung haben. Und der größte Teil ist für Futtermittel und Weiden offensichtlich. So, wir wollten in die Zukunft schauen, was passiert. Und wir wissen einerseits, wir werden mehr Menschen werden. Das hat man ganz zu Anfang gesehen, auch sehr viel mehr Menschen. Und wenn man jetzt hier das mittlere Szenario der UN, also immer noch ein relativ günstiges Szenario, nimmt, dann wird die Fläche natürlich weniger werden. Ja, die fruchtbare Fläche bleibt ja gleich auf der Erde, aber wir werden mehr Menschen, das heißt, pro Kopf steht weniger zur Verfügung. Das ist die bange Frage, reicht denn das? Glücklicherweise ist es so, dass die landwirtschaftliche Produktivität in der Vergangenheit sowohl bei der Erzeugung pflanzlicher Nahrungsmittel als auch bei der Produktion tierischer Nahrungsmittel zugenommen hat. Wir sind immer besser geworden in der Landwirtschaft, so global gesehen. Das kann man weiter in die Zukunft vorausrechnen, wobei bei der Tierproduktion das bedeutet, dass man immer mehr auf Stallhaltung übergehen muss, was natürlich auch seine Schwierigkeiten wieder mit sich bringt. Und wenn man das sich anschaut, dann sieht man, ach, das passt fast. Das kleine bisschen, was das hier hinten übersteht, das darf man nicht überbewerten. Die Methode ist sicherlich hat nur eine gewisse Genauigkeit. Das ist also sicherlich überschaubar. Das kann man irgendwie wegbekommen noch. Das geht sich irgendwie aus. Dabei ist berücksichtigt, dass wir Biomaterialien, also mehr Biokraftstoffe erzeugen wollen. Ist auch berücksichtigt, dass wir mehr Biomaterialien erzeugen wollen, weil wir einfach keine fossilen Stoffe mehr nutzen wollen für Kunststoff erzeugen beispielsweise. Das heißt, das muss aus Biomasse, wenn man jetzt hier in Richtung Bioökonomie denkt, kommen. Ja, aber da haben wir ganz viele Sachen noch gar nicht berücksichtigt. Wir haben nicht berücksichtigt, dass wir diese negativen Emissionen ja machen wollen. Das Preiswerteste dafür, was ich an vielen Stellen wunderbar machen kann, ist Aufforsten. Sowohl in den Bäumen wird das CO2 gebunden, also im Holz der Bäume, als auch in dem Humus wird das über der Zeit aufgebaut. Auf der anderen Seite hatten wir schon gesehen, dieses BECCS, das Bioenergy bis Carbon Capture and Storage, wollen wir auch machen, müssen wir auch machen, braucht auch Fläche. Ach, und dann wollen wir natürlich auch noch eine nachhaltige Landwirtschaft, richtig? Wir wollen Bioprodukte haben. Dummerweise ist die Produktivität dabei schlechter als bei konventioneller Landwirtschaft. Wir brauchen aber den Ökolandbau deswegen, weil wir nur so praktisch Humus aufbauen können, was wir wiederum auch brauchen, um CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Also wir müssen alles nutzen quasi, um CO2 aus der Atmosphäre irgendwie rauszukommen. Ach, und dann gab es noch was, hat jetzt nichts mit Energie zu tun, aber wir brauchen Fläche für Biodiversität, Blühstreifen und Brachland. Auch das kostet Fläche. Ungefähr 10% der Fläche muss man dafür wohl berücksichtigen, womöglich ein bisschen mehr, um Artenvielfalt wirklich dauerhaft sich zu sichern. Und dann sieht man, wenn man das alles zusammen addiert, das reicht vorne und hinten nicht aus. Ja, was hinten runterfällt, ist jetzt die tierbasierte Ernährung, die tierischen Nahrungsmittel. Ein kleines bisschen können wir uns erlauben, 2,5%, das geht vielleicht, tierbasierte Nahrungsmittel, aber der Rest, das geht einfach nicht. Dafür haben wir die Fläche nicht. Wenn wir Biodiversität sichern wollen, wenn wir nachhaltige Landwirtschaft machen wollen, wenn wir Aufforsten und BECCS machen wollen, dann haben wir die Fläche nicht mehr, also wenn wir insgesamt nachhaltig werden wollen, dann haben wir die Fläche nicht mehr, uns tierbasierte Nahrungsmittel zu leisten. Ein ganz kleines bisschen vielleicht noch, wie gesagt, 2,5%, aber mehr nicht. Warum ist das so? Nun, wenn man sich jetzt nur die Nahrungsmittelerzeugung anschaut, dann sehen wir hier die Landfläche, die ich pflanzlich, also für pflanzliche Nahrungsmittel brauche und die Fläche, die ich für tierbasierte Nahrungsmittel brauche, das sind 80% für diese tierbasierten Nahrungsmittel. Die liefern aber nur 18% der Kalorien, etwa die Hälfte Fleisch, die andere Hälfte Milchprodukte und Eier. Die über 80% Rest sind pflanzliche Nahrungsmittel. Das heißt also, tierbasierte Nahrungsmittel zu erzeugen, ist extrem ineffizient. Ich verschwende 95%. Wenn ich die gleichen Kalorienmengen, auch Protein und so weiter erzeugen wollte, bräuchte ich nur 5% dessen, was ich eigentlich wirklich nutze, wenn ich es ordentlich nutzen würde. Also ich bräuchte nicht mal hier diese gesamten Futtermittelflächen. Also was heute eh schon Acker ist. Also ich muss gar nichts umwidmen. Ich brauche sogar weniger eigentlich, als ich heute für Futtermittel brauche.
Warum? Nun deswegen, weil ich 2 Kilogramm Kilokalorien Futter erzeugen muss, um 1 Kilokalorie tierische Nahrungsmittel zu erzeugen. Und da kommen noch, das lässt sich nicht richtig abschätzen, die Kilokalorien von den Weiden ja noch obendrauf dazu. Das heißt, wir sehen, allein bei den Kalorien haben wir auch einen Verlust von über 50%. Also riesige Verluste eigentlich, die wir in Kauf nehmen, dadurch, dass wir tierbasierte Nahrungsmittel uns generieren. Das heißt, wir müssen uns ganz klar fragen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir uns rein pflanzlich ernähren, weltweit? Das sind Bilder aus unserer Küche quasi. Ich bin Veganer, ein paar Sachen davon habe ich auch selber gemacht. Oder wir wollen uns weiter tierbasiert ernähren, wie bisher, und nehmen dafür zwangsweise in Kauf, weil es anders flächentechnisch nicht geht quasi, dass einerseits Menschen hungern, weil es reicht heute schon nicht, dass alle Menschen satt werden, und dass weiter die Regenwälder brennen, weil halt eben die Landfläche heute vorne und hinten nicht ausreicht. Ja? Das heißt, wir haben die Wahl sozusagen, entweder uns pflanzlich zu ernähren oder tierisch, und also ein gewisser Tieranteil, eben diese 18%, und dafür dann automatisch diese rechten Dinge hier mit in Kauf zu nehmen. So, dabei habe ich jetzt immer davon, bin ich immer davon ausgegangen, dass die landwirtschaftliche Produktivität weiter so steigt wie in der Vergangenheit. Und als Ingenieur muss ich zumindest an einer Stelle mal gucken, was passiert denn, wenn das nicht so ist. Und das ist jetzt hier gezeigt. Und hier ist sozusagen die Verringerung der landwirtschaftlichen Produktivität um, also die Steigerung in der Zukunft 10% weniger, 20-30% weniger. Wir wissen dabei heute, dass beispielsweise in Deutschland und Frankreich aufgrund der relativ großen Trockenheit der letzten größenordnungsmäßig 20 Jahre der Weizenertrag, und diese beiden Länder sind große Weizenproduzenten, stagniert hat, in den letzten Jahren sogar zurückgegangen ist. Also pro Fläche haben wir weniger rausbekommen. Ja, das heißt, wir müssen damit rechnen, in der Tat, dass wir weniger produzieren werden aufgrund des Klimawandels alleine. Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass ich einfach hin und her switchen kann, dass ich statt der Weiden einfach was anbauen kann mit einer Produktivität, die etwa dem weltweiten Mittel entspricht. Das liegt dem Ganzen letztendlich zugrunde. Das ist natürlich rein optimistisch gerechnet. Auch das wird womöglich nicht hinhauen. Also auch da müssen wir weniger Produktivität annehmen. Und jetzt kann man sich fragen, eben wenn die Weltbevölkerung jetzt eine bestimmte Menge hat, wenn wir eine bestimmte Reduktion sozusagen der Effizienz der landwirtschaftlichen Produktivität haben, also bezogen auf diese maximale Steigerung, die zugrunde gelegt ist, wie viel tierische Nahrungsmittel können wir uns erlauben? Wie gesagt, heute sind es 18%. Im Referenzszenario, wie gesagt, optimale Produktivitätssteigerung, und hier dieses Referenzszenario entsprechend diesem SSB3, das war das höchste nach den Szenarien, die der Weltklimarat verwendet quasi. Da können wir uns 2,5% etwa tierbasierte Nahrungsmittel erlauben. Wenn jetzt aber wir können sagen, die Menschen werden weniger, also wachsen nicht ganz so stark, aber wir wissen, dass wir weniger Produktivität haben werden. Und ist klar, ganz, ganz schnell werden die Prozente weniger. Und selbst wenn es nach den optimistischen Bevölkerungsszenarien geht, werden wir kaum über 5-6% tierbasierte Nahrungsmittel überhaupt unter idealer Bedingung quasi erzeugen können. Das ist weniger als ein Drittel dessen, was wir heute nutzen weltweit. Und ich sage mal, in entwickelten Ländern nutzen wir deutlich mehr, 25% oder so typischerweise. Das heißt also, wir müssen das ganz massiv sowieso einschränken, selbst wenn wir mit weniger Bevölkerungswachstum rechnen. Und wenn dann die Produktivität, die landwirtschaftliche, nicht ganz so optimal steigt, dann kommen wir womöglich auch, also wenn die Bevölkerung etwas stärker wächst und die Produktivität nicht so stark zunimmt wie gedacht, dann kommen wir in diesen weißen Bereich. Und da ist die planetare Grenze, da funktioniert es nicht mehr. Dann werden wir unausweichlich mehr Hunger haben oder kein stabiles Klima. Also hier haben wir die Nachhaltigkeitsgrenze, wenn wir da drüber kommen. Und da sieht man eigentlich, wir müssen andersrum denken. Wir denken immer, wie viele Menschen können wir denn ernähren? Ja, wie viel tierbasierte Nahrungsmittel kann ich mir denn leisten? Die Frage ist völlig falsch rum gestellt. Wir müssen uns fragen, eigentlich andersrum, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen wir werden, weil wir nicht wissen, wie die landwirtschaftliche Produktivität sich optimal oder wie optimal sich das entwickeln wird, müssen wir uns fragen, wie können wir eigentlich den Abstand zu den planetaren Grenzen so groß wie möglich machen, sodass wir auch unter ungünstigen Zuständen, unter ungünstiger Entwicklung sicher sind, dass wir nachhaltig leben können. Also man muss die Perspektive ändern an dieser Stelle. Nur dann haben wir eine Chance, wirklich dauerhaft nachhaltig leben zu können. Wir sehen jetzt einerseits gut, wenn wir weniger Menschen sind, und auch das nochmal herausgestellt, wie man das machen kann. Wir können jetzt kaum hingehen und den Leuten alle, ich sag mal, Verhütungsmittel quasi verkaufen.
Das ist so postkolonialistisches Gebaren. Das gehört sich nicht. Das ist nicht vertretbar heutzutage. Aber wir können es indirekt machen. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die Anzahl der Kinder pro Frau, die sogenannte Fertilität, hier gezeigt als Funktion des Bruttoinlandsprodukts pro Person, also der Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen in einem Land pro Person gerechnet. Und dann sieht man, wenn die Leute ärmer sind, also nicht so eine tolle Wirtschaft haben, die so gut funktioniert, dann sind das doch relativ viele Kinder, die eine Frau oder natürlich eine Familie letztendlich hat. Und natürlich nachhaltig ist eigentlich, zwei Kinder zu haben, weil dann zwei Eltern kriegen zwei Kinder, die Anzahl der Menschen bleibt konstant. Das heißt, die Ressourcen, die ein Mensch nutzt, die kann er sozusagen an seine Kinder weitergeben und es müssen sich nicht noch mehr Kinder untereinander aufteilen. Also und dann sind wir nicht nachhaltig, wenn wir zwei Kinder pro Familie haben. Also hier in dem Bereich, da sieht man, wenn wir hier so ab etwa 5.000, 6.000 US-Dollar pro Person sind, dann sind wir hier so im Mittel um diese zwei und darunter geht es halt relativ steil rauf. Und da sehen wir, wenn wir das erste Sustainable Development Goal, also SDG 1 quasi nehmen, da geht es ja um Armut. Wenn wir Armut verhindern, dann werden wir automatisch bewirken, dass die Anzahl der Kinder runtergeht, dass das Bevölkerungswachstum abnimmt. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht nur sozusagen, was jetzt in Glasgow verhandelt wird, dass man den Leuten hilft, die Energiewende zu schaffen. Das hilft uns dauerhaft nicht. Ja, da haben wir vielleicht die Energiewende ein bisschen schneller geschafft, aber die Menschen vermehren sich weiter, weil sie keine funktionierende Wirtschaft haben. Das heißt, wir müssen vorrangig sehen, dass wir den Menschen aus ihrer Armut helfen, dass wir ihnen helfen, eine irgendwie funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Das muss jetzt nicht uns nachgebildet sein, kann man lange darüber diskutieren, wie so eine Wirtschaft im Prinzip aussehen kann. Da möchte ich auch keine Vorannahmen sozusagen implizieren. Wir müssen aber dafür sorgen können, dass die Menschen gut leben können in ihrem jeweiligen Land. Dann wird auch die Anzahl der Kinder heruntergehen und nur dann haben wir letztendlich eine Chance, wirklich nachhaltig zu werden. Wenn wir das nicht machen, werden halt die nicht ausreichenden Ressourcen in den entsprechenden Ländern dazu führen, dass wir solche Völkerwanderungen erleben, wie wir es 2015 erlebt haben in Europa, wie es in den USA schon seit einiger Zeit durch Mexiko hindurch passiert ist. Gerade jetzt wieder, natürlich ist es ein bisschen was anderes in Belarus und Polen quasi erleben, aber auch natürlich im Mittelmeerraum. Dabei muss ich dazu sagen, ich bin für Migration, aber eben so eine Völkerwanderung, wenn da hunderttausende Menschen kommen in sehr kurzer Zeit, dann sprengt das irgendwie die Kapazitäten von unseren Systemen, die wir aktuell quasi haben. So, jetzt habe ich alle möglichen Sachen genannt, die man machen kann. Ich möchte jetzt so ein bisschen natürlich zum Schluss noch vergleichen, wie vergleichen die sich denn sozusagen auf einer einigermaßen absoluten Skala? Kann man das irgendwie vergleichbar machen? Und dazu möchte ich ausgehen davon, wie viel CO2 wir in die Atmosphäre entsenden, wie viel wir emittiert haben, akkumuliert, also aufsummiert über alle Jahre. Das ist also von der vorindustriellen Zeit an quasi aufsummiert, ist dann diese Kurve und wir sind jetzt irgendwo hier und es wird noch weitergehen und bis wir die Energiewende geschafft haben, mit allen auch Veränderungen durch Vegetationsänderungen, wenn wir ja beispielsweise eben weniger Weidefläche haben, sondern Ackerland draus machen, dann wird erstmal CO2 emittiert, dummerweise. Das muss man dann danach wieder zurückholen. Und wir wollen mit dem Zurückholen irgendwann auch demnächst dann beginnen, vorzugsweise im großen Stile dann, wenn die Energiewende geschafft ist, weil wir dann ausreichend erneuerbare Energie haben, um das alles zu machen. Also aufforsten und BECCS zu machen, das ist LULUCF, das ist Land Use and Land Use Change inklusive Forests, also inklusive Wälder. Und das BECCS, das führt dann dazu, dass ich was wieder herausnehme an CO2 aus der Atmosphäre. Wir stoßen also erstmal so viel CO2 aus und dann holen wir was wieder zurück, sodass wir am Ende netto auf dieser grauen Kurve hier landen. So, das heißt, kann ich jetzt einblenden, wo wir heute sind. Heute sind wir hier. Wir wissen aber, das stabile Erdsystem ist etwa bei 1200 Gigatonnen, die wir ausgestoßen haben insgesamt. Das heißt, wir müssen dahin wieder zurück. Und wenn wir hier das weiterrechnen mit dem Szenarien-Explorer, werden wir etwa 2171, also sagen wir 2170 ungefähr da sein. Das heißt, wir haben eine Energiewende bis größenordnungsmäßig 2050 vor uns und dann nochmal 100 Jahre, wie wir BECCS machen müssen, so größenordnungsmäßig. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir ein stabiles Erdsystem haben wollen. Das heißt, wir sind schon in die Sackgasse reingefahren. Es ist nicht 5 vor 12, sondern es ist 15 nach 12. Wir müssen ganz massiv aktiv CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, sonst werden wir nie stabil werden.
sonst wird der Meeresspiegel immer weiter steigen. Wie fatal das ist für die Ernährungssysteme, wenn Holland unter Wasser ist, wenn das Mekong-Delta, was eine große fruchtbare Region ist, viele Deltas sind eben fruchtbare Regionen, wenn das wegfällt für die Ernährung, das wäre fatal für die Menschheit. Und das hat nur ein paar Meter, ragt das aus dem Meer quasi heraus. Jetzt können wir uns fragen, wir können was verändern. Wir können uns fragen, was passiert, wenn ich jetzt die Energiewende langsamer mache? Heute sind wir beim 0,5% pro Jahr, hatte ich gesagt, Substitutionsrate. In der Referenz sind wir bei 3%. Und was ich jetzt gemacht habe, ich nehme nur die Hälfte davon. Wir strengen uns also von dem 0,5% nur halb so viel an. Wir kommen nicht bei 3% raus, sondern bei 1,75%. Das heißt, wir brauchen länger und werden bis zum Ende der Energiewende mehr ausgestoßen haben. Und dann sehen wir, wenn wir es zurückholen, kommen wir auf diese Kurve. Also sie ist wiederum abgezogen, wenn wir BECCS machen und eben aufforsten. Da sehen wir brauchen gut 55 Jahre länger. Das wollen wir nicht. Je höher die Temperatur wird, weil die Temperatur wird ja hier auch höher, wenn wir mehr CO2 ausgestoßen haben, je höher die Temperatur wird, je länger das anhält, desto näher kommen wir an die Kipppunkte. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen massiv sehen, dass wir die Energiewende beschleunigen. Ein zweites, was wir machen können, ist Energie sparen. Wenn alle entwickelten Länder, alle OECD-Länder ihren Konsum von heute im Mittel etwa 49.000 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr die Hälfte auf das Ideale zurück halbieren quasi. Das Ideale ist das, gibt es eine Studie dazu, die sagt, so viel Energie brauche ich, wenn ich in einem ordentlich leben möchte, brauche ich etwa 27.400 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr. Wenn ich also die Hälfte mich dahin bewegen möchte, heute sofort, also auf diese 38.200 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr, dann spare ich das bisschen hier ein. Also das neue Szenario ist das blaue. Und ich spare damit für die Energie, also um wieder stabil zu werden, spare ich mir keine 10 Jahre ein. Das heißt, Energiesparen bringt es irgendwie gar nicht. Natürlich ist es so, dass jede Tonne CO2, die ich nicht emittiere, muss ich auch nicht zurückholen. Bloß der große Bringer ist das nicht. Das ist deswegen nicht der große Bringer, weil einerseits die entwickelten Länder nur etwa ein Drittel des CO2 ausstoßen, was weltweit ausgestoßen wird. Es wird in dem Szenario sowieso angenommen, dass wir am Ende sozusagen, wenn alles wir sozusagen in, das ist hier 2070 gerechnet, dass wir dann sowieso alle nur noch etwa die 27.400 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr nutzen. Das heißt also, ich spare jetzt zwar was ein, aber nicht dauerhaft sozusagen. Und das führt dann dazu, dass es am Ende letztendlich nur so wenig ist. Das heißt, Energiesparen auf der anderen Seite, das ist gar nicht so wichtig. Ich sollte Energie dort sparen, wo es was bringt, aber ich muss nicht ins Klein-Klein hineingehen, was auch durchaus Vorteile hat, sage ich gleich noch was dazu. Und das Dritte, was man sich anschauen kann, ist halt tierische Nahrungsmittel. Die beiden Änderungen vorher waren 50%, das geht bei tierischen Nahrungsmitteln gar nicht, wenn ich nur 20% mehr tierische Nahrungsmittel habe. Das heißt, Referenz war 2,5%, heute bin ich bei 18%, wenn ich also 20% vom idealen Fall auf die 18% zubewege, bin ich bei 5,5%. Und dann sieht man, also die Flächen sind auch die grauen hier, wo ich ursprünglich war. Aber ich habe jetzt weniger Fläche zur Verfügung, um BECCS zu machen. Und das führt dazu, dass ich weniger pro Jahr zurückhole und dass es deswegen bis 2380 dauern wird, was viel zu lang ist. Und da sieht man eigentlich, den größten Einfluss von allem hat eben das Verzichten auf tierbasierte Nahrungsmittel. Das zweitwichtigste ist, die Energiewende voranzutreiben und dann erst kommt Energiesparen. Erst dann ist das wichtig. Was wir jetzt sehen insgesamt, ist, dass wir uns das anschauen, was ich alles angesprochen habe. Wir brauchen die Energiewende, um Klima zu retten. Wir brauchen Energiesparen, da wo es sich lohnt und nur dort, weil ich dann mich nicht im Klein-Klein verzettle und ich vor allen Dingen sogenannte Rebound-Effekte vermeide. Das heißt, dass ich nicht sage, ja, ich habe doch heute schon meinen Plastikbecher gespart, meinen Einwegplastikbecher, da kann ich doch am Wochenende die Spritztour nach irgendwo machen. Deswegen dafür bin ich moralisch dann sozusagen, kann ich mir das dann ja erlauben. Das vermeide ich, wenn ich nur die wesentlichen Dinge mache beim Energiesparen. Auch das rettet mir das Klima. Entwicklungspartnerschaften brauchen wir, um Armut zu besiegen, um damit indirekt das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Und wir brauchen die vegane Ernährung. Das ist zwar auch gut fürs Klima, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, aber im Wesentlichen den Hunger zu besiegen, die Flächen frei zu bekommen, auch halt eben dann aufzuforsten und BECCS zu machen. Bevölkerungswachstum stoppen und Armut besiegen führt dann auch dazu, alles zusammen, dass der Hunger besiegt wird. Und Armut besiegt und Hunger besiegt und Klima gerettet führt dann dazu, dass die Völkerwanderung gestoppt wird. Wir sehen, wir haben ein viel kompletteres Bild als nur Klima, wenn wir das uns insgesamt so anschauen.
Das heißt, natürlich, wenn man das einmal verstanden hat, ist auch wichtig, dass man mit anderen darüber redet und entsprechend Stellung bezieht, weil es kommt darauf an, das Gesamtbild meiner Meinung nach zu kommunizieren. Und da sehen wir, dass wir eine ganze Menge von diesen Sustainable Development Goals angesprochen haben. Keine Armut haben wir angesprochen. Keinen Hunger haben wir angesprochen. Natürlich, wenn die Leute nicht mehr arm sind, können sie sich auch Gesundheitsversorgung leisten, können sie sich auch Bildung leisten. Ganz viele von diesen Punkten sind so angesprochen. Was nicht angesprochen sind, sind jeweils diese Gleichstellungssachen. Die kommen in solchen materiellen Bilanzen quasi nicht vor. Wenn man das sich anschaut, sind das alle jetzt nicht ausgegrauten Punkte, wo im Prinzip die Sachen, die ich angesprochen habe, einen Beitrag zu leisten. Das heißt, wir sehen am Ende, die Maßnahmen sind relativ wenig. Wir müssen uns fokussieren darauf, die Energiewende voranzutreiben, um das Klima zu retten. Energie sparen nur dort, wo es besonders effizient ist. Das Häuser isolieren, langsamer auf der Autobahn fahren, keine weiten Flüge. Das sind alles Dinge, die wirklich Kilo pro Tag für jeden Einzelnen sozusagen einsparen können. Und das sind nicht die kleinen vom Plastikbecher. Das macht die Energiewende einfacher und führt uns auch leichter wieder zurück auf einen stabilen Erdzustand. Die vegane Ernährungswende, weil dann Landfläche frei wird, weil dann Nachhaltigkeit sichergestellt werden kann und der Hunger besiegt werden kann. Und da sehen wir, es ist nicht irgendwie noch so weitermachen wie bisher, ein bisschen was ändern, um den Hunger zu besiegen. Nein, wir müssen vollständig auf tierbasierte Nahrungsmittel verzichten. Dann können wir es schaffen, alle Menschen ausreichend zu ernähren. Und wir brauchen die Entwicklungspartnerschaften, um halt viele der Sustainable Development Goals zu erreichen und um das Bevölkerungswachstum zu stoppen, weil nur dann sind wir eigentlich in der Lage, wirklich dauerhaft nachhaltig zu werden. Man muss sich natürlich auch fragen, wie komme ich da hin? Einerseits CO2-Bepreisung, also Emissionen bepreisen, natürlich mit sozialem Ausgleich, das ist ja hinlänglich durch die Medien gegangen und diskutiert worden, so dass wir halt eben angehalten werden, die Energiewende voranzutreiben und Energie zu sparen, da wo es wirklich was fürs Portemonnaie auch bringt. Das Bewusstsein schaffen, weil wir halt ganz viele Werteentscheidungen im täglichen Leben treffen, zu Ernährung, zum Energiekonsum, ob wir halt unsere Spritztour am Wochenende machen oder so etwas und wohin wir zum Urlaub fliegen quasi. Und damit ist dann nicht nur das Klima gerettet, sondern es sind ganz viele dieser Sustainable Development Goals vorangebracht. Und das ist mir auch wichtig, dieses System sich zu entwickeln. Das hängt alles miteinander zusammen, aber auf eine relativ einfache Art und Weise. Was wir nicht brauchen, was von manchen aber gefordert wird, ist eine grundlegende Änderung bei Gesellschaft, Ökonomie, Lebensstil und so weiter. Natürlich, wir können Dinge verbessern, ganz klar. Lieferkettengesetz beispielsweise, es kann ausgebaut werden, ja, solche Dinge. Wir können dafür sorgen, dass also Ausbeutung nicht mehr so stattfindet, dass auch von Firmen weniger Umweltzerstörung gemacht wird und. Das kann man ganz viel verbessern, aber es ist keine grundlegende Änderung der Struktur der Gesellschaft oder der Struktur der Ökonomie, sondern es ist lediglich ein Fortschreiben der aktuellen Entwicklung hin zu einem immer besser. Und das Schöne ist, es sind nur diese Maßnahmen, im Wesentlichen diese vier Maßnahmen, die ich hier oben genannt habe, die völlig ausreichend sind, um basierend auf vorhandenen Technologien nachhaltiges Wohlergehen für alle Menschen sicherzustellen. Wenn man sich recht überlegt, haben wir uns auch einen Perspektivwechsel gemacht. Wir haben gefragt, nämlich jetzt andersherum, nicht wie viele Menschen kriegen wir auf der Erde unter, was können wir alles machen, wie viele Tiere können wir uns erleisten, um uns zu ernähren, sondern wir fragen uns eigentlich andersherum, was ist eigentlich der Teil, der mir zusteht von den Ressourcen? Und diesen Teil, den kann ich kreativ nutzen. Wenn ich so rumdenke, dann verzichte ich auch auf nichts. Ja, verzichten heißt ja, ich habe den Eindruck, mir steht irgendwas zu und dann verzichte ich darauf. Nein, es steht mir einfach nicht zu. Es steht mir nur der Teil zu, der halt eben alle Ressourcen geteilt durch die Anzahl der Menschen ist. Und jetzt muss ich irgendwie damit zurande kommen, Feierabend. Und wenn da keine Tiere drauf gehen, dann gehen die halt nicht. So, damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich hoffe, dass ich geschafft habe, dieses System sich so ein bisschen zu entwickeln, dass ihr vielleicht angestoßen habt, die Sichtweise etwas zu ändern. Wer sich weiter interessieren möchte dafür, weiter nachschauen möchte, es gibt eine ganze Reihe von YouTube-Videos von mir, es gibt eine Publikation auch dazu in der wissenschaftlichen Zeitschrift. Es gibt den Szenarien-Explorer, den man herunterladen kann, wo jeder selber spielen kann, ob man ein anderes tolles Szenario findet, und es gibt ein Buch von mir, und insgesamt bin ich damit am Ende meines Vortrags. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir bisher gefolgt sind, und ich freue mich jetzt auf ein paar schöne Fragen.